Hallo Kinder, wir kommen zum nächsten Kapitel. Bevor wir das nächste Kapitel starten, das ist der elektrische Stromkreis. Kurze Wiederholung, wie kommen wir oder fassen wir ein bisschen das zusammen, was wir die letzten 2 Monate gemacht haben. Begonnen haben wir damit, dass wir angefangen haben, Sachen zum Reiben. Du reibst einen Luftballon, deine Haare, wenn sie ein bisschen länger sind als meine, stehen nach oben. Du kannst einen Luftballon reiben und der bleibt auf deinen Leiberlpicker. Wir haben Stäbe aus Glas oder aus Hartgummi genommen und haben diese Stäbe gerieben und sind draufgekommen. Es gibt 2 verschiedene Arten von Ladungen. Es kann etwas positiv geladen sein oder es kann etwas negativ geladen sein. Wenn 2 positive zusammenkommen, dann stoßen sie sich ab. Wenn 2 negative zusammenkommen, stoßen sie sich ab. Wenn ein positiver und ein negativer zusammenkommen, dann ziehen sie sich an. Das haben wir so mit den Stäben bei der Bewegung gesehen. Wenn die elektrische Ladung stärker ist, das habt ihr alle schon gespürt, wenn es wo drauf greift, dann kann ein Funken fliegen. Das kann bei uns in der Schule ein Mattenwagen sein, das passiert manchmal, wenn man die Autotür aufmacht oder irgendwo anders ankommt und plötzlich fliegt ein Funke. Da habe ich eine Maschine in der Schule und einen Bandgenerator. Ich drehe mal kurz rüber, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Da steht so eine große Kugel. Da haben wir einen Versuch gehabt. Da habe ich euch gezeigt im Finsteren, dass hier der Funke ganz schön heftig fliegen kann. Funken fliegen immer, wenn ein Körper positiv und der andere negativ aufgeladen ist. Oder einer sehr positiv und der andere wenig positiv. Das heißt, sie müssen ungleich geladen sein. In der Natur haben wir das, wenn der Blitz durch die Gegend saust, dass wir irgendwo eine positive Ladung haben und irgendwo eine negative Ladung. Dann haben wir uns angeschaut, wie sind so Atome aufgebaut und sind auf 3 Atombauteile gekommen. Es gibt die Protonen und die Neutronen im Kern. Und dann haben wir die Elektronen, die sich außen rundherum, so kreisförmig, aber als Kugel vorstellbar, bewegen. Dann haben wir uns verschiedene Atome angesehen. Und die Atome sind einfach dadurch unterschiedlich, dass sie verschieden viele Protonen, Neutronen und Elektronen haben. Das ergibt komplett andere Elemente mit komplett verschiedenen Eigenschaften. Das habe ich euch gezeigt. Da haben wir die ersten 12, 13, 14, 15 Elemente uns angesehen, vom Wasserstoff, vom Helium, vom Lithium bis zum Sauerstoff, Chlor und was alles dabei war. Jetzt geht es darum, dass wir uns einen Stromkreis anschauen. Ganz was Einfaches, habt ihr in der Volksschule eigentlich schon begonnen, die Teile des Stromkreises uns anschauen, was gut leitet, uns anschauen und einmal diese Basics beim Stromkreis machen. Wir haben in der Schule so Schülerversuchsgeräte, die derzeit leider nicht zum Verwenden sind. Und diese Schülerversuchsgeräte haben wir für den elektrischen Stromkreis. Was wir brauchen, wenn wir einen Stromkreis haben, wir müssen irgendwo den Strom herbekommen. Herbekommen heißt eine Stromquelle. Als Quelle nehme ich als Beispiel 2 Batterien. Als Stromquelle könnte ich natürlich auch einfach in die Steckdose einstecken. Die Steckdose selber ganz wichtig, erzeugt keinen elektrischen Strom, sondern die Steckdose ist nur das Ende von einer Leitung, die vom Kraftwerk kommt. Und das Kraftwerk ist der Ort, wo wirklich Strom erzeugt wird. Zweites, was wir brauchen können, ist irgendein Verbraucher. Das heißt, irgendetwas, was Strom braucht, damit es funktioniert. Und der einfachste Versuch, den ich überhaupt hier machen könnte, ich gebe die Lampe, sehen wir es leuchten? Ja. Ich gebe die Lampe in den Stromkreis hinein und meine Lampe leuchtet. Meistens noch so, dass man nicht nur die Lampe hat, sondern dass man auch noch Kabeln dazu hat. Statt Kabeln kann ich in meinem Schülerversuchsgerät hier einfach das verwenden. Das sind meine Leitungen und wenn der Stromkreis hier wieder geschlossen ist und wenn die Lampe keinen Wackelkontakt hat,
dann merken wir, dass die Lampe wieder leuchtet. Jetzt hätte ich den Nachteil, dass in diesem Stromkreis die Lampe immer leuchtet. Das heißt, da macht es dann natürlich noch Sinn, einen Schalter sich einzubauen. Ein Schalter ist hier ein Gerät, das ich da verwende. Diesen Schalter baue ich mir jetzt in den Stromkreis dazu. Und dann habe ich einen Stromkreis, bei dem sogar ein Schalter dabei ist. Das heißt, jetzt ist eingeschalten und mit diesem Schalter kann ich die Lampe wieder ausschalten. Einfachste Form eines Stromkreises. Im Prinzip braucht man eine Stromquelle, Leitungen, einen Schalter und einen Verbraucher. Für die Kabel zeige ich euch gleich zwei Unterschiede. Die Kabel, die wir verwenden, ist so im täglichen Leben, die verwendet werden, sind normalerweise Kabel, die so aussehen. Da habe ich außenrum eine Schicht, die den Strom nicht leitet und innen ein Metall. Alle Metalle leiten sehr gut. Dieses Metall, das ich hier verwende, ist Kupfer. Das Kupfer kann entweder so sein, dass ein Strang ist, oder, zeige ich eine zweite Geschichte hier, wenn es da auf das Ende schaut, das sollte man sehen, dann seht ihr mehrere kleine Drähte hier. Und diese mehreren kleinen Drähte bezeichnet man als Lizen. Das heißt, da habe ich ein Lizenkabel. Lizen kennt ihr, jeder, der schon mal mit einer Seilbahn gefahren ist, dass das nicht ein Metallstrang ist, sondern dass das ganz viele sind. Diese Lizen oder der normale Kupferdraht leiten den elektrischen Strom. Kupfer ist das häufigste Metall, man kann aber auch Aluminium verwenden, das funktioniert sehr gut. Man könnte auch Gold verwenden. Gold funktioniert sogar noch besser als Kupfer, hat aber natürlich einen riesen Nachteil, weil es entsprechend teuer ist. Das ist einmal unser Stromkreis. Ich starte dann im zweiten Video mit dem Tafelbild.